Willkommen zurück bei Final Fantasy IV. Das letzte Mal haben wir die Unterwelt endlich entdeckt und sind nun auch in der Zwergenburg, die dort eben platziert ist, gerade dabei rauszugehen und wollen eigentlich zu einer versiegelten Höhle, die wohl auch Golbes nächste Anlaufstelle sein wird. Heo, kannst du dir das merken? Ja, Heo kenne ich. Wir haben Panzer zur Verteidigung zur Verfügung, zudem auch noch. Wir werden nicht kampflos aufgeben. Der König bringt Luca viel Zuneigung entgegen, damit sie ihre verstorbene Mutter etwas weniger vermisst. Das ist gut, nehme ich an. Die Unterwelt ist wirklich toll. Bleib doch hier bei uns. Ja, vielleicht müssen wir das sogar. Im Kämmerer der Burg gibt es einen Ausgang. Geht, wenn ihr bereit seid. Viel Glück. Wie konnten sie meine Puppen nur für so etwas Schreckliches benutzen? Ja, Luca, das kann ich dir auch nicht erklären. Aber ja, wir haben hier also noch ein bisschen, ja, wenigstens die Möglichkeit, uns zu erholen. Das ist ganz schön. Und scheinbar wurden sämtliche Zugänge, die uns in der letzten Folge noch versperrt wurden, mittlerweile auch für uns aufgelöst. Also wir können jetzt alle Gänge der Burg, des Schlosses, einfach mal erkunden. Vorher war das nur für Zwerge und Ehrenzwerge, wie sie gesagt haben, möglich. Scheinbar sind wir jetzt, ja, ein Ehrenzwerg geworden. Okay, was gibt es denn hier? Mir geht es immer besser. Und der schläft. Wir Zwerge sind dickhäutig, aber manchmal werden sogar wir verletzt. Dies ist das Spital. Ja, das dachte ich mir fast. Danke für die Info. Hast du die Erlaubnis des Königs? Dann darfst du eintreten. Ja, sonst wäre ich ja nicht hierher gekommen, oder? Okay, und was gibt es hier? Ein Geheimgang? Heyo! Ach, ist das dieser Ausgang, den er erwähnt hatte? Bestimmt, ne? Ja, die Frage ist jetzt halt, ob ich hier schon richtig bin oder ob ich hier gerade rausgehe. Im Turm von Babel gibt es riesige Kanonen. Seid also vorsichtig. Ja, nee. Wir wollen erstmal die anderen Gänge der Zwergenburg hier erkunden. Aber danach gehen wir auch hier hin. Fetter Schokobo? Unverschämter Bengel! Wie sprichst du über den Vogel der Götter? Richtig so. Du hast dem edlen Vogel hinter uns Dinge anzuvertrauen, die du nicht mehr brauchst oder momentan nicht benutzen kannst. Es riecht nach Schokobo, also können wir hier ebenfalls einen fetten Schokobo herbeirufen, aber brauchen wir nicht. Gisarkraut. Diese Mechanik, dass man das Inventar dadurch verstaut, ist eben wirklich nur im alten Spiel noch nützlich gewesen. Für uns hingegen kompletter Quatsch. So, wir können hier eine Zwergenaxt kaufen, die scheinbar für Kain auch richtig wäre. Oder ein Flammenschwert. Oder ein Flammenspeer. Das ist interessant. Ich nehme mal die Zwergenaxt, weil die am teuersten ist. Und ja, werde das mal ihm geben. Ach. Flammenschwert würde ja aber sogar von den Werten her sogar noch lieber mögen. Und der Flammenspeer, natürlich ist der noch besser. Okay, was soll's. Wir werden ganz sicher noch zu Charakteren kommen, die eher mit der Zwergenaxt oder so arbeiten wollen. Hoffe ich. Der Flammenpanzer ist leider zu teuer, wäre sonst für Cecil geeignet. Mitra. Das wäre was für Rosa. Ornat. Ja, und zwei Runenreifen, bitte. Ja, das sieht doch ganz schön aus. Zwergenrüstungen sind dick. Zu dick, als dass Menschen sich darin bewegen könnten. Zwergenwaffen sind schwer. Zu schwer für Menschen.
Naja, nicht immer. Okay, das wäre der Gang gewesen. Ich gehe nochmal von Anfang an hier durch, damit ich nichts verpasse. Ja, okay. Das ist der Eingang. Waren wir hier schon? Ich weiß es gerade nicht mehr, sorry. Ich muss das mir einmal ansehen. Der Westturm. Erdgeschoss. Sehr gut. Und hier ist auch eine Tür nach draußen. Alles in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Ja gut, dann gucke ich mir erstmal den Ostturm hier an. Die Zwergenaxt erhalten, die ich gerade gekauft habe. Ja, ich bin so doof. Ich hätte mich erstmal umschauen sollen, bevor ich hier irgendwelche Sachen kaufe. Aber nein, er hat's ja, er hat das Geld, dann ballert er es raus. König Giot wünscht, dass euch unsere Schätze helfen mögen. Ehrenzwerg. Äther. Kraftreif, ja. Ein Elixier, sehr schön. Sowie eine silberne Sanduhr. Silberne Sanduhr. Eine Sanduhr mit demselben Effekt wie Stopp von langer Dauer. Okay. Ausrüstung. Ne, bleibt alles beim Alten bei denen. Dann gehen wir wieder in die Mitte. Und dann mal ganz runter. Der Ostturm war schon mal gut. Ah, okay. Und damit kämen wir wieder hier hin. Was ist eigentlich da hinten noch? Die Zwergenburgschenke Heo. Immer kämpfen, niemals tanzen. Ich mag tanzen, dabei mehr, doch mehr als kämpfen. Heo, ich muss tanzen. Ja, hau rein. Naja, schön, wenn er sein Hobby hier ein bisschen ausleben kann. In der Schenke. Respekt. Tolle Moves hat er drauf. Ich hab mich schwindelig getanzt. Mir ist so schlecht. Bisschen mehr aufpassen. Okay, ich sehe da hinten auch wieder einen weiteren Durchgang. Und da komme ich auch hin. Verlassenes Büro des Entwicklerteams aus dem Jahre 1991. Die kleinen Zwerge, die Square Enix Zwerge. Süß. Okay. Schön, dass wir das mal gesehen haben. Dann werde ich noch den Westturm ein bisschen auskundschaften. Und in der Mitte muss ja auch noch was sein. Also ein bisschen labern. Golbes hat sich zurückgezogen. Ist die Oberwelt voll von Bösem? Ja, naja, jein. Nein, eigentlich nicht. Aber es gibt genug böse Leute dort, wie es scheint. Ihr kämpft auch gegen Golbes? Dann nehmt euch die Schätze die Treppe herauf. Sie werden euch helfen. Werde ich tun, aber ich gucke mir auch eure Krüge einmal genau an. Denn wer weiß, was ihr hier so noch rumliegen habt. Ach, schau mal eine an. Das sind auch geheime Gänge. Und damit kommen wir vielleicht an andere Krüge noch ran. Bacchustrank. Ah, das ist dann bestimmt in dem Ostturm auch nochmal so gewesen. Da muss ich auch nochmal lang. Naming Way wieder. So. High Potion. Okay. Ein schwarzer Gürtel. Äther. Und ein Elixier. Sehr gut. Der schwarze Gürtel, den gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal muss ich hier wieder runter. Und ich wollte ja noch zu dem Ostturm mir das nochmal ansehen, fix. Aber dann haben wir es auch schon. Weil ich mir halt recht sicher bin, dass wir dann hier auch noch bei den Krügen, hier gibt es ja ebenfalls bestimmt so einen Geheimweg, oder? Ja.
Aber welcher der Krüge ist es? Ja, noch ein Bacchus-Trank. Okay. Sehr schön. Also, schwarzer Gürtel. Leichte und bequeme Kleidung aus einem fernen Land. Und will die jemand haben? Jawohl, Rydia trägt das gerne. Das soll sie dann gerne auch tun. Und wir verkrümeln uns hier mal. Dann suchen wir den Ausgang, der im Keller sein soll. Wir haben den ja schon gesehen vorhin kurz, aber noch nicht in Anspruch genommen. Genau. Bitte mach nochmal auf. Jo. Da sind wir also im zweiten Untergeschoss der Zwergenburg und auch hier geht es weiter. Da haben sie alles schon zugemacht, das ist okay. Hier sind noch ein paar Schätze. Eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte. Ja. Recht eintönig, aber passt schon. Die Monster der Unterwelt sind furchterregend. Seid also vorsichtig. Danke für den Hinweis. Der Zwergenstützpunkt. Okay. Ich bin ziemlich mutig, aber noch lange nicht so mutig, so wie du es bist. Weißt du doch gar nicht, so lange kennen wir uns doch gar nicht. Und alles wurde geöffnet, nichts für mich übrig gelassen. Naja. Kommt gesund wieder. Der, der kämpft und fliehen mag, wird noch leben einen Tag. Rubikante, der stärkste der vier Elementarfürsten, hält sich im Turm von Babel auf. Also ist dieser riesige Turm, den wir schon gesehen haben auf der Weltkarte, auch auf der Oberwelt, wohl der Turm von Babel. Ihr schleicht euch in den Turm, während wir sie mit unseren Panzern ablenken. Können wir probieren? Ein Heilkessel für unsere Lebens- und Magiepunkte? In diesem Topf findest du das Wasser des Lebens. Trinke es, bevor du gehst. Ja, habe ich getan. Sehr schön. Okay, der Turm von Babel, der soll sich im Südwesten befinden, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir haben auch nicht so viele Alternativmöglichkeiten, um hier rumzuspazieren. Und wir finden Goblin-Anführer und Magma-Taimai. Ja. Mach doch mal einen Sprung auf Magma Taimai. Du machst Verteidigen, du greifst an und treten. Mal gucken, wie schlimm die wirklich so sind. Oh ja. Fand ich jetzt nicht so wild, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir hier hin und... Ja, hier ist nichts weiter. Armadillo. Also ich muss euch sagen, durch die Ausrüstung, die wir jetzt haben, sieht das aktuell auf der... Karte zumindest nicht so dramatisch aus. Also so schlimm finde ich die bislang nicht. Schwarzechse ist neu, auch wenn die genauso aussieht wie die Eisechse. Aber die macht auch nicht arg viel Probleme, wie es scheint. Rydia ist eine Stufe aufgestiegen. Hurra, hurra, hurra. So, wo ist jetzt der Turm? Wie komme ich denn da hin? Goblin-Anführer, bitte mal platt machen. Wieso gibt es dann überhaupt vier Anführer von euch? Es muss doch auch Kompetenzgerange geben, wenn ihr euch alle Goblin-Anführer nennt. Naja. So, wo geht's jetzt hier hin? Was ist hier? Einfach nur ein Zipfel? Jo. Okay, dann gehen wir weiter in den Norden. Wir haben hier eh nicht so viele Möglichkeiten gerade.
billig. Wirklich billige Kämpfe. Da reicht Autokampf, einfach nur durchrennen und Ende. Ich brauche mich hier strategisch nicht irgendwie anpassen an neue Gefilde. Die sind mit ihrer Ausrüstung so gut bedient, das freut mich. Ah, da sind die Panzer schon mal. Okay. Mhm. Der Turm. Ich sehe ihn. Ich sehe die Panzer. Und komme ich da jetzt einfach rein oder eher nicht? Der Turm von Babel, erstes Untergeschoss. Jo. Dann machen wir hier so weiter, weil die Gegner sind genau dieselben wie draußen. Ja, ein bisschen mal heilen zwischendurch, aber sonst... Keine Ahnung, was sich hier groß anders abspielen wird. Ich nehme ja mal an, dass wir auch hier wieder einen Elementarfürsten, den letzten, treffen werden. Aber gerade weiß ich nicht, wie schwierig das wird. Okay, einige Schatztruhen. Die rechts weiß ich noch nicht, wie wir da rankommen. Ach so, von der anderen Seite, ja. Schwarzechse, hau rein. Ja, steinerner Blick hin oder her. Die sind schon schnell genug, denke ich. Die kriegen das auch so hin. Ja. Hier wird keiner versteinert heute. Sehr schön. Ein Äther erhalten. Naja, das passt. Auf der anderen Seite waren noch zwei Truhen. Höllenhund. Ja, denn, hau mal rein. Wir haben halt viele Feuerwaffen, ja, aber eigentlich auch die machen bisher nicht so kräftigen Schaden, dass ich irgendwie Sorge hätte, dass sich man hier irgendwas anderes machen müsste. Nö. Einen Notausgang erhalten und eine Heilpotion. Ja. Das läuft. Goblin-Anführer und Magma-Tai-Mai. Autokampf. Bitteschön, Dankeschön, auf Wiedersehen. Rosa hat Schutz gelernt. Sehr schön. Schutz mindert den erlittenen magischen Schaden. Ich sehe eine einzige Schatztruhe und mehrere Türen. Grünes Barett erhalten. Eine Mütze, der magische Kräfte innewohnt. Ja, wer will? Niemand. Doch, immerhin. Yang nimmt sie gerne an als Mönch. Meinetwegen gerne. Jo, paar Schwarzechsen. Man kennt sie doch schon. Naja, wenn die wirklich zu 80% nur ihren steinernen Blick machen, dann sind die halt auch nicht so arg heftige Gegner, weil wir da eh schnell durchkommen. Die erste Tür, eine weitere Schatztruhe und wir werden mit einem Kampf belohnt, bevor wir da überhaupt hinkommen. Und ich werde die mal vorher heilen, bevor wir die Truhe aufmachen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das wieder eine Falle ist. Also ja, da wird dann bestimmt, auch wenn es eine Falle sein sollte, darf eine heftige Belohnung dabei sein. Aber man muss ja nicht sehenden Auges in die Gefahr reinrennen. Ja. Okay. Eine Falle. Ja, wer hätte es gedacht? Mit einer Wache. Suche? Mhm. Alarm, Alarm. Chimera, ja. Dann gucken wir mal, was die so zusammen ausrichten können.
Ja, die Wache ist schon mal weg, aber die Chimera macht einen schönen Flächenschaden. Oh. Das war ja wohl nix. Ein Frostschwert erhalten. Ein Schwert mit der Kraft des Eises. Wird jetzt von Kain benutzt. Das ist erfreulich. Schön. Die nächste Tür. Das finde ich immer so ein bisschen langweilig, wenn sich halt so vorhersehbar die Systeme wiederholen. Dass wir jetzt halt immer wieder in irgendwelche Fallen mit diesen Truhen rennen werden. Ist ja nicht schlimm, aber es ist so ein bisschen, naja, einmal ist ja vielleicht ganz nett in dem Gebiet. Man muss es dann wirklich noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, millionstes Mal sein. Ich weiß es nicht. Suche nach Eindringlingen. Jo, wir sind Eindringlinge und du kannst uns gerne mit deinem Freund, dem Steingolem, angreifen. Aber ich weiß nicht, wie viel das so bringt. Naja, ganz ehrlich, passt schon. Mit dem Frostschwert von Kain war der Golem jetzt nur minimal heftig. Frostspeer, den nimmt er noch lieber. Und dann hat der Zesse jetzt ein Flammenschild, aber ein Frostschwert. Na, mal sehen, ob sich das ausspielt. Die nächste Tür. Das dritte Untergeschoss. Und wir haben hier mal wieder zwei Truhen und auch zwei Türen. Na gut. Schwarzechse. Jojojo. Ich hätte gerne mal wieder einen dieser Ruheräume, wo man ein Zelt einfach einsetzen kann. Die fand ich immer ganz angenehm zum schnellen Aufladen. Eine High Potion erhalten, jo. Was das jetzt noch soll, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel an einigen Stellen so leichte Balancing-Probleme hat. Also ich bin mir nicht immer sicher, ist das jetzt wirklich so gut durchdacht, wie hier gerade die Gegner platziert wurden. Also 90% der Bosskämpfe sind langweilig. Die anderen 10% sind dann auf einmal sehr, sehr fordernd. Und die regulären Kämpfe sind meistens auch recht wumpe. So, das vierte Untergeschoss, aber wir sind genau an der richtigen Stelle rausgekommen, weil hier geht es nirgendwo weiter. Das heißt, wir können die zwei Truhen hier öffnen. Jagdbogen, schön. Und ein Antarktiswind. Jagdbogen, ein Bogen mit einer erhöhten kritischen Trefferrate. Sehr schön. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Die meisten unserer Charaktere sind immer nur so semi-begeistert davon, weil das eben nicht die normal besten Werte hat. Nicht die optimalsten Statuswerte, auch wenn die je nach Momentum, je nach Strategie auch solche Waffen natürlich ihre absolute Berechtigung haben. So, wieder raus. Und dann hin zu der anderen Tür. Ein Medusa-Pfeil erhalten. Ein Pfeil, der Stein bei einem Gegner bewirken kann. Ja. Oh, und da ist ja noch eine weitere Truhe. Mit einer weiteren Katzenkralle. Die haben wir ja schon einmal für Yang. Aber jetzt nimmt er davon eben zwei. Schön. Angriff von hinten mit einem Flammenhund und einem Flammenritter. Diesmal ist das ein bisschen gefährlicher, weil sie das schon ordentlich uns am Anfang jetzt damit gehauen haben. Aber das soll uns mal nicht stören. Das soll uns ja mal nicht stören.
Ja. Als ich die Situation dann geklärt habe, war das auf einmal sehr, sehr schnell zu Ende. Und Rosas Heilung war jetzt auch sehr optimal. Kann ich nicht drüber klagen. Schön auch, dass sie wieder dabei ist. Ja, greift sie einfach an. Ist in Ordnung. Die Situation klären wir fix. So, das vierte Untergeschoss, aber jetzt die andere Seite. Da kommen wir. Es ist ein bisschen fies, ne? Das sind vier verschiedene, fünf Türen. Naja, da können wir uns ja auch was gefasst machen. Bestimmt viele. Ja, da werden einige Fallen auf uns zukommen, bin ich mir recht sicher. Gut, nehmen wir ein Zelt in Anspruch. Und gehen so flott wie möglich zur nächsten Tür. Magmai, Taimai und die Schwarzechse sind schon wieder da. Ja, es ist Wumpe. Greift einfach schön an und dann kommen wir hier schon durch. Rosa hat Vidgra gelernt. Rosa hat Wicht gelernt. Fantastisch. Diese zwei Türen, wohin führen die uns? Aishili und Chimera, okay. Mal sehen, ob wir die überhaupt schon... Die kriegen wir gar nicht so einfach weg, ne? Ja, ja. Da muss ich anders vorgehen. Ja, beten. Sessel soll die Chimera mal wegbringen. Gerade wichtiger und nachher machen wir schön einmal ein Feuerchen mit Feuer. Rydia, dein großer Auftritt bitte. Yang verteidigt, Cecil ebenso. Oder überhaupt noch notwendig? Ja. Rosa macht einmal beten für alle. Und so weiter, dann ist das auch gleich durch. Genau, da ist das Aishili ja mal ein halbwegs interessanter Gegner, weil die eben nur auf bestimmte Zauber dann auch reagieren. Eine Falle, Wache. So, die suchen wieder nach Eindringlingen, schlagen Alarm, klar. Das ist aber alles kein Problem. Rydia macht Päuschen, Rosa auch, Cecil greift an. Bei Rosa könnte eigentlich ja auch eher weiter heilen, aber ist eh wurscht. Ein Frostpanzer erhalten. Eine Rüstung mit der Kraft des Eises. Effektiv gegen Feuer, empfindlich gegen Eis. Jo. Dann machen wir hier mal ein bisschen Kleidertausch und gehen in die nächste... Boah, was ist denn hier? Gar nichts. Einfach ein leerer Raum, das hat mich schon im letzten Final Fantasy immer ein bisschen gestört. Ich kann es verstehen, dass das mal genutzt wird, aber es ist auch immer spielerisch kurios. Eine weitere Falle, die Wache bitte. Eine Python wurde diesmal erschaffen. Na gut, schauen wir uns mal an, was die kann. Nischt. Und ein Froschschild erhalten. Natürlich ist es ein Schild mit der Kraft des Eises. Effektiv gegen Feuer, empfindlich gegen Eis. Ja. Habe ich mir irgendwie gedacht. Und dann gehen wir mal weiter. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, darüber zu gehen. Ja.
Nee, passt alles. Alles gut. Hab mich kurz irritieren lassen. Das fünfte Untergeschoss. Da ist eine Truhe, die weiter weg ist. Dort ebenso. Und noch zwei Türen. Ja, dann schauen wir mal. Eischili und Chimera wieder. Feuer. Verteidigen, verteidigen. Es wäre schön, wenn wir stärkere Elementarzauber hätten. Aber ich glaube, da braucht unsere Rydia noch ein wenig, bis das mal der Fall ist. Weil mit Folger wären die sofort weg gewesen. Und sie hat halt eine enorm hohe Anzahl von Magiepunkten mittlerweile. Das macht sie schon bezahlt. So. Okay. Was befindet sich in der Truhe? Arktiswind. Ein Stein mit demselben Effekt wie Eisgar. Gut zu wissen. Dann nehme ich mal an, dass es in der Mitte, also in dem Gang in der Mitte, vermutlich nichts weiter gäbe. Also, na klar, gibt es doch etwas. Das ist Unsinn. Aber dass der optionale nächste Weg eben der Schatz wäre. Ja, das ist Unsinn, die so anzugreifen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und alle anderen machen so weiter wie bisher. Eigentlich will ich ja nur, dass Rydia ihren ollen Angriff dadurch spielt. Genau. Was ich meinte mit in der Mitte, dass da nichts wäre, da wird ja keine weitere Schatztruhe in dem Sinne sein, sondern ich nehme an, dass es hier komplett mit dem Spiel weitergeht. Aber die nächste optionale Tür, die vielleicht noch zu einer optionalen Schatztruhe führt, dürfte wohl die auf der rechten Seite sein. Nehme ich mal an. Ich gucke mir das nochmal an. Das sollte auch gleich vorbei sein. Oh, die Chimera, die kann schon ganz schön austeilen, wenn sie will. Eine High Potion erhalten. Na, das hat sich ja gelohnt. Okay. Dann wieder zurück. Hier oben ist noch eine Tür. Ja, aber hier geht's doch noch nicht richtig weiter, oder? Das wäre doch die andere Tür, hoffe ich. Ich bin mir jetzt halt unsicher. Ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Erstmal ein Zelt nutzen. Ja, das ist jetzt blöd, dass das so aufgesplittet ist und ich eben nicht weiß, wo ich am Ende hinkomme. Ich hätte halt gedacht, weil der andere Gang so lang ist und in die Mitte führt, dass das für uns gut sein müsste, wenn wir hier lang gehen, aber scheinbar. Ich schau mal. Wenn ich merke, es geht hier gleich mit der Story weiter, dann mache ich wieder eine Kehrtwende. So, der Schatz. Da ist ein Turbo-Ether drin. Eisgelee, ja. Gut, da brauche ich nicht weiter überlegen. Das ist für Rydia der Job hier. Und der Rest verteidigt einfach.
Die greifen halt jetzt ja auch so viel auf einmal an. Das nervt natürlich ein bisschen. Und dadurch, dass wir aber gerade niemanden haben, der sonst irgendwie Schwarzmagie ausspielen kann, haben wir gegen die keine richtige andere Option. Wir könnten die alle einzeln angreifen mit unseren normalen Waffen, aber da machen wir halt auch nur einen Schaden. Und das lohnt sich dann eben auch nicht. So, komm, mach jetzt hin. Dass das jetzt immer noch kurz dauert. Ich dachte, die wären jetzt alle einfach mal weg, aber nein. Gut. Wenn sie wenigstens Feuer könnte, dann wären wir hier schon schneller durch gewesen. So, was ist hier? Oh Mist, da würde es mit der richtigen Story weitergehen. Dann renne ich nochmal zurück. Da sind wir also, der lange Gang. Hier sollen wir durchgehen. Die Tür ist verschlossen. Also doch wieder zurück. So, wir sind endlich da, wieder in dem richtigen Stock. Und bevor wir hier weitergehen, möchte ich euch nur noch mitteilen, dass Rosa mittlerweile Anti-Z gelernt hat. Schützt vor Zaubern. Ansonsten ist nicht viel passiert. Doch, ich habe einmal das Item Sirene gefunden. Ein Alarm, der Monster herbeiruft. Mal gucken, wann, ob wir den irgendwann überhaupt einsetzen. Jetzt geht's aber wohl mit der Story weiter. Denn irgendwer ist dort. Ich wünsche eine sichere Reise, Meister Rubikante, spricht Dr. Lugai. Keine Sorge. Eplan wurde mitsamt seinen Ninjas ausgemerzt. Aber ein Auge auf alles, bis ich zurückkehre. Ja, schön, dass du uns aber nicht gesehen hast. Und wir nun wohl deinen Handlanger noch hauen dürfen. Hallo. Ein Tanz zur Begrüßung? Golbes und Rubikante sind weg. Jetzt hab ich hier das Sagen. Was ist denn mit dem los? Psst. Was? Wer ist da? Cecil, wie seid ihr denn hier reingekommen? Haben wir einen schlechten Zeitpunkt gewählt? Hast du ohne deinen Meister etwa Angst? Ja, wie könnt ihr es wagen, ihr Narren? Ich bin vielleicht kein Elementarfürst, aber ohne mich, Dr. Lugai, würden Golbes Pläne wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Ich werde diesen Turm beschützen. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe genug von euch. Meine Erfindung wird euch eines Besseren belehren. Dr. Lugai und Barnabas, aha. Können wir ihn einfach zerstören oder ist das schwierig? Barnabas sagt, okay. Rosa soll mal uns heilen, wenn möglich. Barnabas greift seinen Meister an. Autsch, du Riesentrottel, die sollst du schlagen und doch nicht mich. Ja, der ist nicht so schlau. Feige, kein Erbarmen. Das werden wir sehen. Ich werde erstmal nur ihn angreifen, weil vielleicht ist er dann harmlos ohne. Selbstzerstörung. Ja. Also ja, Rydia wurde jetzt sofort zerstört, aber ganz ehrlich, was war das denn für ein merkwürdiger Kampf? Wie könnt ihr es wagen? Ihr sollt erfahren, warum man mich fürchtet. Ein zweiter Kampf. Dr. Lugai ist wieder da. Phönixfeder auf Rydia. Dann soll Kain mal springen. Obwohl, erstmal beten. Er hat sich neu formiert, nehme ich an. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Ja, und dann beschwöre mal den Titan.
Schlafgas. Bisher schlägt's fehl, aber Giftgas wurde ausgespielt. Okay. Wir haben ja noch ein paar Antidotes dabei. Ach, Unsinn. Ja, gut. Jetzt verstehe ich auch, warum wir all Heilmittel irgendwoher bekommen können. Warum es dieses Item überhaupt in der Form gibt. Aber ja, passt schon. Antidot erstmal weghauen ist am wichtigsten. Der Rest kommt schon noch. Beten. Oh. Ein Flammenwerfer. So, so. Greif den mal an. Schlafgas wieder. Hm. Nochmal Antidot auf. Cecil. Wundermittel? Wer hat das denn jetzt gemacht? Ja gut, ich will mich nicht beschweren und werde einmal Ifrit drauf beschwören. Giftgas kam schon wieder, dann beten wir eben ein bisschen mit Rosa. Schlafgas auf Rödia. Ja, das ist eine clevere Wahl. Das ist eine clevere Wahl. Medica auf Rödia. Angriff. Die soll mal schön ihre tolle Beschwörerenergie da zeigen. Ich glaube, damit hat er richtig Probleme. Ja, 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 ja. Angriff, Sprung. Beschwöre dann mal Ramu. Oh, da schlafen schon so viele. Wer macht denn immer das Wundermittel auf uns? Macht ihr es selber? Das ist ein bisschen merkwürdig. Blitz des Urteils von Ramu macht ordentlich Schaden, oder? Bei einem Roboter? In jedem Fall ist es sein Gnadenstoß. Lugais Schlüssel erhalten. Ah, ihr seid zu spät. Der Turm von Babel verbindet die Unterwelt mit der Oberwelt. Und Rubikanta hat bereits alle Kristalle zur Oberfläche gebracht. Ich werde die Zwerge mit meinen Kanonen auslöschen. Der Sieg, er ist mein. Ja, dann hau mal schnell ab. Die Zwerge sind in Gefahr. Wir müssen die Kanonen stoppen. Worauf warten wir? Los! Ja, aber erst im nächsten Part. Wir haben nun also den Schlüssel erhalten und können damit auch die abgeschlossene Tür endlich mal öffnen, um die anderen Schatztruhen zu öffnen. Und dann werden wir sehen, dass wir sehr schnell zu den Zwergen wiederkommen. Macht's gut!